Hallo Erlangen, hallo liebe GMM-Teilnehmerinnen, hallo liebe Bürgerinnen und Bürger von Erlangen. Wir sind heute gekommen, um zum zweiten Mal in Erlangen den Global Marihuana Marsch zu feiern. Was ist der Global Marihuana Marsch? Den gibt es seit 1999, ist eine Bewegung, die ursprünglich aus Amerika kommt und symbolisiert einfach einen Tag im Mai, wo man weltweit eindampfen sollte. Nur darum geht's. Einmal zusammen weltweit. Ja, vor allem mit der Sonnenbrille. Und passt, oder? Passt. An einem Tag eine Tüte rauchen, nicht kriminalisiert zu werden, nicht doof angeguckt zu werden, sondern einfach dieser Pflanze ein wenig zu frönen. Das ist der GMM. Die Bewegung kam Anfang 2000 nach Deutschland, zuerst nach Berlin und nach Frankfurt. Dort findet mittlerweile zum 11. Mal der Globianer Marsch statt. Und dieses Jahr hat es eine Weiterentwicklung der letzten Jahre gegeben. Vor 2 Jahren waren wir 11 Städte, letztes Jahr 17. Und dieses Jahr, den 4 Wochenenden im Mai, sind 25 Städte. Ich denke, ein super Zeichen, dass wir damit nach außen und in die Öffentlichkeit geben. Jetzt fragen sich vielleicht einige, hier steht einer vorne im schwarzen Hemd, redet kein Bayerisch, wer ist denn das überhaupt? Ich bin Jost Lessmann, ich bin einer der Vorsitzenden der Grünen Hilfe und dort mit Menschen befasst, die durch das Strafgesetzbuch, durch die Verfolgungsbehörden kriminalisiert werden. Daher habe ich leider jeden Tag mit Menschen zu tun, mit denen mit Kanonen geschossen wird auf kleine Spatzen, die wegen Geringfügigkeiten kriminalisiert werden, deren Zukunft verbaut wird, etc. etc. Aber dazu später. Die Grüne Hilfe selber gibt es seit 20 Jahren. Wir haben letztes Jahr unser 20-jähriges Bestehen gefeiert. Gefeiert ist das falsche Wort. Ich feiere eigentlich erst die Grüne Hilfe, wenn sie nicht mehr gibt. Und sie gibt es dann nicht mehr, wenn der Cannabis legal ist und wenn keine Kriminalisierung mehr in diesem Land existiert. Jetzt bin ich hier eingeladen worden und ich habe letztes Jahr noch in Thüringen gewohnt, habe gedacht, naja, dann kommst du halt mal ins sogenannte böse Bayern. Ich bin ehrlich gesagt nicht allzu häufig hier. Jetzt bin ich unglücklicherweise nach Berlin umgezogen, das heißt, die Anreise war etwas lange. Aber ich glaube, ich kann euch trotzdem das eine oder andere erzählen. Ich hatte eigentlich damit gerechnet, dass hier ein etwas größeres Polizeiaufgebot ist. Und ich muss ehrlich sagen, das sagte Flo auch vorhin schon, wir sind ein bisschen beleidigt. Also 2 Bullen, das ist echt wenig. Aber natürlich auch schön, weil wir hier unbehelligt von Schikanen des Staates hier sitzen können, hier belauschen können und wir einen schönen Nachmittag hier in Erlangen verbringen können. Ich glaube, es gibt kein Thema wie Cannabispolitik, wo so viele Vorteile, so viel falsches Wissen und so viel Betonkopf-Mentalität herrscht wie in dieser Thematik. Und gerade die, die in irgendeiner Art und Weise ein anderes Suchtproblem haben, neben Alkohol, die sind ganz schnell dabei, Menschen, die Cannabis konsumieren, zu verurteilen, sie an die Wand zu stellen, sie schlecht zu machen, sie zu denunzieren. Wenn wir uns jetzt mal angucken, was diese Menschen eigentlich nur machen, dann wird man sehr schnell darauf kommen, dass sie eine Pflanze zu sich nehmen, die keine Nebenwirkungen hat, wo man keine gesundheitlichen Schädigungen bekommt, die sogar auch Medizin ist, die auch ein Rohstoff ist, die ein Genussmittel ist. Also alles Sachen, wo man die verwenden kann und vor allen Dingen ist es eine Pflanze, die uns nicht schadet. Alle anderen Substanzen, die auch als Suchtmittel eingestuft werden, wie zum Beispiel Kaffee, Zucker, ja, Tee, eben, aber Zigaretten, ich meine, er kann doch nicht so einen Schmarrn erzählen. Alles das ist schädlich, da kann man ja auch nicht sagen. Cannabis, es gab noch keinen Toten, auch wenn das immer wieder erzählt wird. Und mir soll mal jemand einen zeigen, der
der mit einer Dosis Cannabis gestorben ist. Also ja, eigentlich dürfen wir schon, aber nicht so richtig. Also wir dürfen zwar rauchen, wir dürfen es aber nicht besitzen. Wir dürfen auch einige mit dem Auto fahren. Und so weiter und so fort. Also eigentlich eine völlig schizophrene Situation, in der wir leben. Vor allem, wenn man überlegt, dass hier in Bayern vor 60 Jahren Nutzhanf in großen Mengen noch angebaut worden ist. Genauso wie der Hopfen ist Nutzpflanze, Cannabis, Hanf, ohne THC natürlich, dazu verwendet worden, um Power zu produzieren, um Segel herzustellen, um Jeans zu machen. Die erste Jeans ist übrigens keine Hanf-Jeans, auch wenn das immer wieder behauptet wird. Und. Also hier gibt es eine relativ hohe Tradition. Und ich habe in viele Gesichter vorhin reingeguckt, ich bin so ein bisschen am Rand der Demonstration gegangen. Und viele Bürger und Bürgerinnen, die euch gesehen haben, die haben eigentlich gelächelt und haben so ein bisschen zum Ausdruck gegeben, ja Mensch, lasst sie doch, was soll das denn eigentlich? Warum wird das so ein bisschen aufheben drum gemacht? Es ist echt so! Wenn ich mir jetzt die politische Diskussion angucke, dann habe ich manchmal das Gefühl, wir sind eigentlich schon kurz vor der Legalisierung. Ich habe das auch mal gedacht, 1998, als die Grünen und die SPD zusammen eine Koalition gemacht haben und die Grünen in den Wahlkampf gegangen sind und gesagt haben, gebt das Hanf frei, es muss endlich legalisiert werden. Sie haben ihr Versprechen gebrochen und auch danach ist nichts Großartiges passiert. Und wir haben jetzt die Situation, dass wir eine große Koalition haben, also wetteifern alle anderen Parteien wie die Weltmeister um Wählerstimmen. Dann kommt dann sowas raus, wie bei dem grünen Cannabiskontrollgesetz. Cannabiskontrollgesetz? Hallo? Wir wollen die Legalisierung. Wir wollen keine Kontrolle. Wir wollen kein Gesetz. Oder die Linken bei der Partei, wo ich bin, die also krampfhaft versuchen, für kranke Menschen es hinzubekommen, dass sie in einem Cannabis-Social-Club oder auch bei sich zu Hause selber Cannabis anbauen dürfen. Dafür kämpfen wir gerade. Was für eine kranke Welt. Ein Medikament, was ihnen hilft, wird ihnen vorenthalten. Und sie haben, obwohl sie Ausnahmegenehmigungen haben, nicht die Möglichkeit, außer auf dem Schwarzmarkt an das Zeug ranzukommen, weil das, was in der Apotheke ist, ist so teuer, dass sie es nicht leisten können. Und dazu kommt noch, dass die meisten, die krank sind, auch nicht arbeiten können und so weiter und so fort. Deswegen muss eben als allererstes, dass die Pflanze Hanf zur Verfügung gestellt werden. Ich bin der Meinung, Cannabis Social Club ist eine nette Idee, aber eigentlich muss jeder Patient, der eine offizielle Genehmigung der Bundesimpfungsstelle haben, auch selber zu Hause eine begrenzte Menge anbauen dürfen. Die Politiker, die das verhindern, dass Menschen menschenwürdig leben können. Das ist für mich unterlassene Hilfeleistung. Das ist für mich die Vorstufe zum Mord. Die Scheißmordler! Und daher ist es so wichtig, dass wir überall, wo wir können, auf die Straße gehen, nicht allen Politikern hinterherlaufen, sondern uns selber organisieren und selber zusammenschließen und selber initiativ werden und nicht der Politik glauben und in diese Einstellung reingehen, nein, die werden es schon machen, nein, sie werden es nicht machen, wir müssen es machen. Wir müssen den Druck erhöhen und das geht nur, wenn wir auf die Straße gehen und zwar immer mehr. Und es gelingt nur, wenn wir den anderen Leuten sagen, ihr werdet nicht kriminalisiert, wenn ihr auf die Straße geht. Keiner, der hier sitzt, wird Probleme mit der Polizei haben, wenn er auf die Straße geht. Das ist auch eine neue Dimension und dafür müssen wir weiter noch kämpfen. Es gibt einen zweiten Punkt, den ich ganz wichtig finde, neben dem Thema Cannabis und Medizin und die Medizin für Patienten. Das ist das Thema Kriminalisierung. Und zwar das Thema Kriminalisierung im Straßenverkehr. Ich mache die Grüne Hilfe, wie ich euch erzählt habe, und vor Jahren war ich ständig damit konfrontiert, mit Menschen zu reden, die aufgrund von geringen Mengen, 2, 3, 4, 5, 6 Gramm
irgendwelchen Strafverfahren an den Hals bekommen haben, die dann sowieso eingestellt worden sind und so weiter und so fort. Der Staat hat irgendwann umgedacht und hat gesagt, okay, dass die Gerichte sind voll, wir müssen uns was anderes überlegen. Und dann haben sie sich einfallen lassen, also sie haben sich nicht einfallen lassen, sie haben einfach ein paar Schweizer Gutachten gelesen und da haben sie herausbekommen, dass Cannabis nicht nur einen aktiven Wert hat, sondern auch einen passiven Wert hat. Und diesen aktiven und passiven Wert haben sie so gering gelegt, dass jemand, der gelegentlich konsumiert, jeden Tag die Gefahr hat, dass er den Führerschein verliert. Es geht sogar noch weiter. Nicht nur ist die Gefahr, dass er den Führerschein verliert. Ich habe Fälle, wo Leute in einem Raum gesessen haben und passiv inhaliert haben, 2 Stunden später angehalten worden sind. Der positive Wert war über den Grenzwert. Und dann musste derjenige nachweisen, dass er nur passiv geraucht hat, was nicht geht. Das ist das Problem. Das Strafrecht ist umgewandelt worden. Ihr müsst, wenn ihr eine Drogenfahrt gehabt habt, nachweisen, dass ihr zum Fahren eines Fahrzeuges tauglich seid. Und das geht nur mit 0,0 Grad. Und 0,0 Grad heißt, ihr dürft 3 Monate nicht konsumiert haben und euch dann wieder ins Auto setzen. Hallo, wo leben wir eigentlich? Aktiv zu konsumieren und sich unter Steuer zu setzen. Da gilt das Gleiche wie mit Alkohol. 0,0 Toleranzgrenze, wenn es nach mir geht. 0,0, erst dann setzt man sich ins Auto. Aber der Kiffer, der Konsument, muss am nächsten oder übernächsten Tag sich ins Auto setzen, weil er kein aktives THC mehr hat und dann Auto fahren kann. Genauso wie ein Kokser, wie ein Heroin-Junkie-Abhängigen, wie ein Alkoholiker, wie ein Tablettenabhängiger oder sonst wie. Und solange an diese Grenzwerte nicht rangegangen wird, solange sind diese ganzen Gesetze, die jetzt so umherschwören und wo immer voluminös gesagt wird, ja, wir wollen das ja legalisieren. Was bringt es mir denn, wenn ich es legal erwerben kann, aber trotzdem die Führerscheinproblematik habe? Es bringt mir nämlich gar nichts. Und deswegen müssen wir an die substanziellen Punkte ran. Und das ist für mich ein ganz, ganz wesentlicher. Die Grenzwerte müssen auf alkoholvergleichbare Werte gesetzt werden. Und dafür kämpfe ich. Und ich hoffe, dass ihr dieses Thema auch mitnimmt, weil es ist eigentlich ein sehr plastisches Thema, wo ihr mit Otto Normalverbrauch, in Anführungsstrichen, sage ich jetzt mal, wunderbar reden können, weil das ein Argument ist, das jeder nachvollziehen kann. Man muss es einfach nur mit Alkohol vergleichen und dann wird jeder sagen, der ein bisschen Verstand im Hörer hat, was ist das eigentlich für eine Ungerechtigkeit? Und wenn wir für eine gerechte Welt kämpfen, dann muss diese Ungerechtigkeit abgeschafft werden. Gut. Ich glaube, ich habe jetzt genug geredet. Ich wollte euch noch einladen. Also, ich habe ja noch einen kleinen Auftrag hier. Und zwar ist der Auftrag, ich komme ja aus Berlin und bin auch in die Vorbereitung von verschiedensten Demonstrationen mit eingebunden. Wie auf dem BMM in 2 Wochen, da lade ich euch natürlich auch recht klassisch zu ein. Aber ich möchte euch einladen zum 8. August zur Hanfparade nach Berlin. Kommt zur größten Demonstration, die es in Deutschland momentan gibt. Es geht los am 13 Uhr am Hauptbahnhof, wie immer, oder wie das letzte Jahr zumindest. Und dann geht es wieder mit einem langen Demonstrationszug, wirklich so wie hier, das ist ein relativ kurzer Zug ist. Die Berliner demonstrieren gerne, zum Leidwesen meinerseits, weil wir sind die Strecke letzte Woche abgegangen, 6,1 Kilometer, halt ich einfach viel zu lang. Ich bin kein Freitagssportler, wenn ich auf eine Demo gehe, aber na gut, ich sehe das anders. Also es geht zum Brandenburger Tor und dort gibt es dann viel Musik. Da ich Musik liebe, das Tony Kabum, fange ich jetzt gar nicht an, ich werde es kurz spielen, ich werde ebenfalls aussprechen und ihr könnt sowieso jetzt mal anfangen. In diesem Sinne, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag noch, genießt diese Stimmung auch, lasst es uns zu einem Ritual werden, jedes Jahr im April den BMM auch hier in Erlangen zu feiern. Alles Liebe euch, danke euch. CSC-OK-Kampagne, hier mein Kollege, ich muss mich
Hallo Erlangen, vielen Dank für eure Einladung. Ich bin endstyle und traurig sein zu dürfen. Und ich bin um jeden einzelnen froh, der heute von euch da ist. Und ich möchte mal lernen für euch selber hören, dass ihr überhaupt da seid. Es gibt so viele, die haben Angst und kommen nicht wegen Job oder Arbeit oder irgendwas. Das lernen. Noch immer regiert vor allem in Bayern das Thema Angst ganz groß, wenn es ums Cannabis geht. Nur das Problem ist, dass alle, die sich weiterhin verstecken, weiterhin die Depression unterstützen. Wer sich heute nicht zeigt und die nächsten Jahre nicht zeigt, der muss damit leben, dass auch seine Kinder weiterhin verfolgt werden. Und wir müssen uns gut überlegen, ob wir das wirklich wollen. Ist so! Ja, der Jeff hat gerade schon gesagt, ich bin eigentlich heute hier, um für euch Musik zu machen. Und das werde ich auch später tun, weil Reden ist eigentlich nicht so mein großartiger Job. Aber ich wollte euch kurz was erzählen. Und zwar arbeite ich seit ein paar Monaten für die Kampagne, die heißt CSC ist okay. Wir kämpfen für die Einführung von Cannabis Social Clubs in ganz Europa und auch in Deutschland und hoffentlich auch in Erlangen, weil wir brauchen einfach eine legale Versorgungsstelle. Der Schwarzmarkt muss ausgetrocknet werden. Es geht so nicht mehr weiter. Wir brauchen 15 geile Clubs in Erlangen, wo wir alle unser Cannabis holen können. Jawohl! Ist so! Ja, kurz dazu, was ist ein CSC, ein Cannabis Social Club? Ist ein Abgabemodell. Im Moment werden ja viele Abgabemodelle diskutiert in Deutschland. Denn die Frage ist nicht mehr, ob wir legalisieren, die Frage ist, wann und wie wir legalisieren. Und wir müssen auch mal an die Zeit denken, wenn wir das Ganze endlich durchgeboxt haben. Wollen wir dann irgendwelche staatliche Abgabestellen, wo ein Beamter drin hockt und jedes Gramm kontrolliert ist, verkaufen? Oder wollen wir Coffeeshops mit Joints von Marlboro und Monsanto drin haben? Also ich bitte mich. Cool, ich auch mit. Bürger für sich selbst Cannabis anbauen, zum eigenen Konsum. Das heißt, der Kreis zwischen Produzent und Konsument ist absolut geschlossen. Es wird kein Geld damit verdient, es hat keine kapitalistischen Aspekte, sondern es geht um eine Grassroot-Bewegung, eine anarchistische Selbstversorgung mit Cannabis. Und das streben wir an. Wenn euch das Ganze interessiert, ihr könnt mal googeln, cscistok.eu. Ich verteile auch Longpapers mit unserer Adresse drauf. Werdet aktiv, lasst uns diese scheiß Prohibition endlich beenden. Danke fürs Zuhören. Uns 5 Minuten, dass wir hier vorankommen, dass wir schnell umbauen und dann fahren wir weiter. Jawohl!